Hallo ihr Lieben, wir machen eine kleine Kaffeepause, noch ein kurzer Schwenk über unsere winterliche Hütte. Hier geht's hinein. Jetzt schauen wir mal. Frauchen sitzt schon mit Kuno am Tisch. Kuno sitzt auch schon voller Erwartung. Was gibt es hier? Wir sind ein bisschen durchgefroren, aber hier ist warm. Wir haben einen Ölofen und Beleuchtung haben wir auch. Und ein Gasbrennerofen. Ist das nicht tolle? Und wir haben Leckerchen Kaffee gekocht. Sie hat einen frischen Kaffee. Meiner kommt noch. Ne? Und Kuno passt auf. Ja, Kuno. Da ist ja nichts verpasst. Es könnte ja vielleicht was zu fressen abfallen. Ne? Ich habe leckere Dinge entdeckt. Ein Buttercroissant. Das wird jetzt gegessen. Einmal nach Freude. Einmal nach Freude. Ja, Papa. Ja. Super. Nochmal wieder mit Pötchen. Kuno, ente Buttercroissant. Dann beachte den Blick. Meins. Hütchen, immer Futti. So, braves Hühnchen. Dafür gibt es eine kleine Belohnung, aber nur eine kleine. Du, bitte. Brauche ich nicht dagegen, aber für solche Aufnahmen muss man einfach mal die Regeln großartigen. Ja, das ist sehenswert. Was, guck mal, wird der Hund hier so veranstaltet. Ne? Deswegen habe ich die Kamera nochmal eingeschaltet beim Butterkostum. Er sieht ja nichts weiter als ein Butterkostum. Ich sag nichts, du dürft er das nicht. Ich weiß, aber das ist ja interessant auf der Kamera. Ne? Wann hat man immer so einen Hund? Wer so oft drin liegt. Der zittert nämlich. Der zittert vor lauter Aufregung nach dem Motto: Ich bin ja so verhungert, gib mir was. Und krank und alt und was da alles ist. Ne? So sind Jack Russell, ne? Ja. Eine Fressmaschine? Guck mal ein Bütchen. Ja, gib mal. Ja, vielen Dank. Hopp. Nur wegen der Kamera. Die Leute sind schuld hier an der Kamera. Ja, ja. Weil die Kamera läuft. Ja. Crazy German Cajon Player and Gardener. Nee, Crazy German Gardener. Genau. Den Kachel. Mann, was soll das heißen? Pötchen. Ah, sogar im Stehen macht er das, ne? Der macht im Stehen, den Pötchen. Oh. Normalerweise darf der alle das ja nicht. Also, der darf diese ganzen Aufdränge sein. Dann brauche ich ihn halt den vollen Griff. Nur weil ich da bin und die Leute am anderen Ende dieses Videos, ne, der Vorteil, es geht durch den Äther, ins Internet, da gibt es eine riesen Blase, da sammeln sich die ganzen Videos und meins ist dabei. Und du auch, Bruno. Nur deshalb sind wir hier so bei der Aufnahme. Ne? Weil Bruno, ist das gerade sowas von scheißegal? Der will bloß das Essen. Mach keinen Quatsch. Der denkt jetzt nicht ans Internet. Hätte schwören können, dass er ans Internet denkt. Okay. Ente, 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 Ente. Alles voller Krümel hier. Boah. Ne? Ja. Ja. Du bist der Beste. Wenn ich hier meine Brille aufsetze, sehe ich dann schlauer aus. Moment. Nimm die. Das ist die Professorbrille. Besser? Okay. Ja, ich versuche manchmal die jugendliche Sprache zu imitieren, aber ich liege irgendwie voll fett krass daneben. Und ich versuche sie immer zum Lachen zu bringen. Das manchmal gelingt mir, manchmal nicht. Oh, ich habe nur, hast du das auch schon gesehen? Den hast du die gesehen? Das sind dein. Oh nee, nicht sein. Das sind die UFO-Brötchen für mein Freund. Ja, ich möchte jetzt gerade kein UFO-Brötchen. Wenn du das weiter über den Kuno hältst, hat er gleich die Zunge dran. Also, nicht da. Aber das nein, dann nur so aus. Dann nur so aus. Mach dir keine Sorgen. Dann werden es Kuno-Brötchen, also wird es schnell genug sein. Da ist Schokolade drin und das ist nicht mal mit ganz viel Liebe. Nein, auch mit ohne Liebe nicht. Ne? Das ist schon so ein bisschen Tierquälerei, was du da machst. Ja, auch klar. Das ist Liebe. Ja, seine Liebe zum Croissant.
Ja, ja, und meine Liebe zu Kuno. Mhm. Mit denen. Ja. Ja, Küsschen. Küsschen. Ja. Das ist so offensive Bettelei. Ja, ich weiß das. Defensiv ist es auf keinen Fall. Das ist schon offensiv. Außen müssen noch die Generatoren angemacht werden, die Stehlampen aufgestellt, damit die Nachtarbeit an meinem, die Strahler, wir brauchen eine Halogenstrahler, damit die Nacht noch meinen Gartenteig aushöhlen kann. Na dann leg mal los. Ich werde gleich einen kurzen Schwenk in den Gartenteich machen, in welchem Zustand er jetzt ist. Und dann hole ich aus dem Internet ein Foto, wie er dann später sein soll. In der Hoffnung, es wird mal so. Ja, somit, meine lieben Freunde, noch ein letztes Bild vom bettelnden Kuno, der sogar ohne Pfötchen geben astreiner Shooter annimmt. Da ist eine Leitung. Das war's. Ja, alles gut, Schiff, ne? Und da fest. Das müssen wir einfach verdauen, ne, Kuno? Und dann hängt der Tummy Rock, also Beutlein, und der Tummy, die Boden haben für Beutlein, Beutlein rum. Yummy, yummy, yummy in my tummy. Also hieß der eine von den Gummibären quasi Bäuchlein? Hieß der Tummy? Oder Bauch, ne? Oder wie mache ich mir der Kose nach? Draußen ist ja. Den noch irgendwas hinschleudern? Jetzt nicht unbedingt schleudern, aber ja. Vogelfutter müssen wir verteilen. Ja. Wir haben alles mitgeschleudert hier. Los, alles was wir haben, raus damit. Wer weiß, wann wir wieder hier auftauchen. Ja. So sieht das Leben aus. Beschaulichkeit ist angesagt. Wir heben mir jetzt mein Teig aus. Kuno guckt auch schon wunderbar in die Kamera. Da ist die Kamera. Hast du gesehen, Kuno? Guck mal da. Da, genau. Jo, du bist ja auch so. Ich fange schon an zu singen. Das darf nicht mit drauf. Wird alles rausgeschnitten. Rausgeschnitten. Hm. Singt halt. Crazy German Gardener. Ich habe halt einen Zeitausschluss und kürzere Beinchen. Niemals, da muss ich mich getäuscht haben. Nein, das kann nicht sein.